Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Erste Hauptrunde im DFB-Pokal. BFC Dynamo gegen die FSV Frankfurt. Endstand 0:2 vor 6.198 Zuschauern. Unserem Gästetrainer Thomas Oral gibt mir zur ersten Möglichkeit, sich zum heutigen Spiel zu äußern. Ja, erstmal schönen guten Abend allerseits. Natürlich ist es so, dass wir uns riesig über den Sieg freuen, auch wenn wir gegen einen unterklassigen Gegner hier heute gewonnen haben. Jeder spricht von der Pflichtaufgabe, aber alle wissen, dass im Pokal solche Aufgaben die schwierigsten Aufgaben sind. Erst recht, wenn man hier zum Rekord-DDR-Meister fährt, mit einer Konstellation, mit Thomas als Trainer und Angelo im Hintergrund, wusste ich natürlich genau, dass sie auch ihr Handwerk zu verstehen wissen, weil sie eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammengestellt haben. Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir haben von der ersten Minute an hochkonzentriert agiert. Wir haben gemerkt, dass der Gegner doch den nötigen Respekt auch hatte. Wir haben sie zu Fehler gezwungen. Wir sind schnell in Führung gegangen. Das wünscht man sich natürlich bei so einem Spiel. Haben es nicht geschafft, die notwendige Ruhe trotzdem ins Spiel zu bekommen. Dann haben wir es 2-0 gemacht. Danach müssen wir eigentlich den Sack zumachen. Und ein 2-0 auswärts bei so einem Gegner ist ein brandgefährliches Ergebnis, weil man weiß eigentlich, der Gegner hat nichts, erst recht nichts mehr zu verlieren, und man hat es ja dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Wir hatten auch da wieder die Möglichkeit, das 3:0 zu machen, kriegen dann einen Elfmeter gegen uns, der glücklicherweise dann nicht verwertet wurde, und der Gegner hätte uns mit der Aktion das Spiel nochmal richtig zur Hölle gemacht, aber die Mannschaft hat dann doch es zu verstehen gewusst, souverän das Ding runterzuspielen. Und ich denke, dass wir wirklich gegen einen richtig guten Gegner gespielt haben und es dann trotzdem zum Schluss souverän runtergespielt haben. Vielen Dank. Danke, Herr Kohl. Thomas, dein Fazit in den heutigen 90 Minuten? Tommy hat das schon alles gut zusammengefasst. Erstmal Glückwunsch und alles Gute für die Meisterschaft. Wir hatten uns natürlich viel vorgenommen, aber der nötige Respekt war von Anfang an oder leider auch beim Schiedsrichter eben gewesen. Der Schiedsrichter, der auch bei solchen Spielen für den Kleineren ein bisschen mitspielen muss, damit du eine Chance hast. Das heißt, wenn eine ständige Situation ist, muss sie nicht immer gepfiffen werden, muss sie nicht immer gegen uns gepfiffen werden, wie es heute passiert ist. Es war sehr schwierig gewesen. Wir haben am Anfang eben diesen Elfmeter gegen uns bekommen. Er hat wehgetan. Wir haben uns trotzdem aufgeregt. Wir haben weiter gespielt. Aber es war bei dem einen oder anderen schon ein bisschen Respekt zu spüren. Das zweite Tor hat noch mit. War unglücklich oder dumm oder es war ein Riesenpatzer. Wir haben trotzdem in der Halbzeit zusammengesessen und gesagt, wir gehen raus, wir werden alles nochmal machen, alles nochmal geben für die Leute oder für die Zuschauer oder aber auch für uns, damit wir eben nicht nach dem Spiel da stehen und sagen, wir haben nicht alles gegeben. Das habe ich in der zweiten Halbzeit gesehen. Wir haben alles reingeworfen, wir waren spielerisch, glaube ich, sehr, sehr gut dabei. Wir sind oft durchs Mittelfeld durchmarschiert, wir haben uns Möglichkeiten erspielt. Leider nicht konsequent, 18, 20 Meter musst du den Ball eigentlich besser aufs Tor bringen. Die Jungs wollten noch was Besseres draus machen. Es ist nun mal leider in der vierten Liga so, dass die Jungs eben noch ein bisschen zappeln, ein bisschen warten, noch eine bessere Chance suchen. Den Elfmeter, der tut ein bisschen weh. Wir hätten das Spiel noch spannender machen können. Wir hätten noch mal ein bisschen mehr Luft gekriegt. Wir hätten den Gegner noch mal zum Schwitzen gebracht. Und wir auf der Seite, wie auch alle Zuschauer auf der Tribüne, hätten noch mal Spaß dabei gehabt. Schade, nächstes Jahr wieder. Danke, Thomas. Danke. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Genauer dritte Liga. So. Ich sehe jetzt, dass nicht der Fall. Wir fangen gut. Dann ich eine Frage an Schiedsrichter. Ja, bitte. Was wird der BFC Dynamo unternehmen, damit solche Bilder wie nach diesem Spiel gegen meine drei Kollegen nicht wieder vorkommen? Kann ich nicht beantworten. Wir werden das Ganze untersuchen und gegebenenfalls Maßnahmen vergleichen. Gibt es sonst weitere Fragen? Ich sehe jetzt, das ist nicht der Fall.
dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine gute Heimreise. Danke.